Hallo und herzlich willkommen hier im wunderbaren Neta. Genau, nicht Neta. Im End, ne? Genau, im End sind wir, denn ich brauchte ja Endstein und ich weiß gar nicht, nimmt jetzt eigentlich alles hier auf? Müsste eigentlich, ja, doch sieht gut aus. Ja, ich befinde mich hier im Abbaugebiet. Irgendwo, warte mal, wo hier ist das normale Portal, dann kann man da hin oder da, ne, hier kann man dann hin und dann muss man hier rum. Ist ja auch egal. Wie gesagt, ich bin hier am End und bin hier am Endstein sammeln. Also quasi, ne? Und ja, das mache ich jetzt noch ein bisschen weiter, weil ich habe ja gefragt, welche Torvariante euch am Hafen am besten gefällt und also Lagervariante. Und da habe ich bis jetzt ein paar Stimmen und zwar einmal Tor Nummer 3, Tor Nummer 1, Tor Nummer 6, Tor Nummer 7 und Tor Nummer 2. Und momentan führen Tor Nummer und Tor Nummer. Und ich selber habe auch einen Favoriten und mal gucken, was da noch so passiert. Aber man hört gerade gar nichts von der Musik, ne? Musik, deutsche, friedliche Atmosphäre. Komm, jetzt können wir noch mal ein bisschen runterregeln, so auf 35. Zurück zum Spiel. Und ich hacke hier einfach mal weiter ein bisschen ab, ne? Wenn wir hier schon mal im Abbaugebiet sind, dann können wir auch abbauen. Ich versuche das Abbaugebiet hier ein bisschen zu verschonen und möglichst... geh mir mal bitte nicht auf den Keks hier. Ja, bist du denn des Wahnsinns? Ich habe doch den Chat ausgestellt, oder nicht? Chat, nur Befehle. Dann mache ich den jetzt einfach komplett aus, ne? So. Ab da davon. Ich weiß nicht, wieso der Chat jetzt angezeigt wurde. Vielleicht weiß das einer von euch. Vielleicht Cedric selbst. Vielleicht auch nicht. Ja. Ich meine, ich könnte jetzt hier das Ganze noch ein bisschen erkunden, aber eigentlich möchte ich hier nur ein bisschen. Ja, hier rumlaufen, ne? Ein bisschen Endstein. Und ich habe Cedrics, also die Farm, die er gebaut hat, oder ja, die er hier errichtet hat, nennen wir es mal so. Habe ich mal ausprobiert und funktioniert gut. Wir haben 52 Level und auch einen ganzen Karton hier voll Enderperlen, den wir natürlich mitnehmen. Und ja, mal gucken, was ich hier so in der Aufnahme. Ich nehme ja, ich habe ja wie gesagt jetzt ein bisschen Zeit. Ne? Nachmittags nach der Arbeit habe ich kurz Zeit und heute ein bisschen mehr, weil es regnet. Und natürlich will ich mir. Komisch, die ganze Zeit habe ich nicht gegähnt und jetzt, wo ich aufnehme, gehe ich. Das ist eindeutig ein Zeichen. Und zwar das Zeichen, dass ich aufhören soll, aufzunehmen. Ja. Ja, das ist es. Mikrofon ist auch an. Oh, das CD ist auch an. Okay. Ja. Ja, dann hat der Zordan hat sogar geschrieben und hat geschrieben, dass der ganze Hafen eine Pracht ist. Da ist doch noch gar nicht so viel Hafen. Ich meine, gut, die Mauer, ne, vom alten Hafen, wo der Seefalke quasi dran steht gerade momentan. Ja, okay. Aber, da möchte ich mal auch sagen, freu dich mal, wenn der Hafen fertig ist. Weil, ich habe ja wirklich viel vor mit dem Hafen. Und ich möchte ihn ja auch wirklich, so wie eigentlich alles in Falkenstein ist, ein bisschen grün gestalten. Und, Pflanzen liegen mir am Herzen. Das wisst ihr ja mittlerweile, glaube ich, schon alle, oder? Und deswegen werde ich natürlich auch Bäume anpflanzen und vielleicht auch kleine Blumenbeete. Und da läuft Logan rum. Wie kommt denn Logan hierher? Also irgendwas läuft doch hier ganz falsch. Kommt denn der Logan hierher? Der war doch nicht tatsächlich zur selben Zeit unten hier im End, als ich hier war, oder? Das ist ja ganz merkwürdig. Huch. Okay, ich denke, da hat sich gerade jemand teleportiert. Naja, ich bin gespannt. Wäre natürlich interessant, wenn wir auf ITV irgendwie mal eine Folge vom Logan sehen. Wo, ja, er teleportiert sich definitiv irgendwer. Wo wir uns dann sehen, selber, ne? In der Aufnahme, in der Folge sozusagen. Ja. Ja, dann gibt's,
Es gibt hier, also ich bin nachher noch mit dem Logan verabredet, vielleicht wollte er jetzt sogar schon mit mir sprechen. Er möchte sich mit mir auseinandersetzen, weil es ja angeblich irgendwelche Unreinklarheiten gibt. Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Unklarheiten gibt es denn? Und ja, gut, weil ich Thaneberg jetzt nicht geholfen habe, da Unterstützungsmaterial zu senden oder wie, weil der Disput mit dem Albatros da war oder wie. Aber dann kann ich ja sagen, ja, Cedric sein Walfisch-Ding da, das ist ja dann genauso, ne? Und da müssten ja dann eigentlich der Illusion und der Logan eigentlich auch auf die Barrikaden gehen, aber vielleicht will er auch das mit mir bereden. Naja, wer weiß, wer weiß. Oder möchte es einfach das ganze Thema schlichten und beenden und sagen, hey, ja, hattest recht, tut mir leid, dass ich, oder dass ich mit dem Elysion so einen Terror gemacht habe, wegen des Dampfschiffs, beziehungsweise des Antriebs und des Kahns halt, bla bla bla, etc. pp. Oder möchte uns eine Kriegserklärung. Eine Kriegserklärung? Du? Nee. Der Logan, vielleicht möchte der uns ja eine Kriegserklärung auch zusenden. Ich kann dazu nicht viel sagen, ich weiß es nicht, ne? Aber wir werden es wohl erfahren. Also ihr früher, also später als ich, aber ich früher. Weil ich so ungefähr in, ich denke mal so, 60 Minuten oder so. Ja, was gibt es sonst noch so zu sagen? Eigentlich gar nicht so viel, weil ich meine, hier ist nur ein bisschen Hackeli-Packel und Schnackeli-Schnuckel und Schnuckeli-Wupp und Wappeli-Wupp. Und ach so, ja, hier, Steinfresser, ne? Und da muss ich endlich mal. Also, ist ja ist ein neuer Steinfresser. Da muss ich endlich mal eine Reparatur mit drauf machen, damit das Ding halt automatisch hier reparieren kann, wenn ich hier abbaue. Also, ihr wisst, wie ich das meine, ne? Also, wenn ich dann hier die Enderfarm hier nutze und dann repariere, das wäre schon ganz nett, wenn das alles funktioniert. Dann bräuchte ich mir nicht andauernd einen neuen Steinfresser zu machen. Gut, ich hätte natürlich auch Steinfresser 1, 2, 3, 4, 5 nennen können, aber ich möchte da jetzt nicht so viele Zahlen hinterschreiben. Das ist auch nicht so. Und reparieren konnte man den alten auch nicht mehr. Also der hier ist jetzt noch. Ist der eigentlich jetzt neu? Ist der hier neu gewesen? Ich glaube, den hatte ich noch nicht repariert. Ich glaube, der war komplett neu. Ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall brauchen wir Reparatur. Und da hatte ich in der Folge beim Opa Zerum gesehen, gehört, dass irgendwie da irgendwo eine war. Oder war es beim Shadow? Ja, das Problem ist halt, ich bin nicht tagesaktuell mit den Folgen und ja, alles nicht so einfach. Und Vorsicht, also nicht das hier. Ich möchte dich nicht hauen. So, wie viel haben wir hier? Reicht das schon? Hier, komm, wir machen das Inventar hier voll, ne? Kloppen das Inventar hier richtig schön ordentlich voll. Wie sich das hier gehört. Ja, man muss ja auch mal ein bisschen abbauen und ihr wolltet ja mit Sicherheit auch mal sehen, wie ich was abbaue. Und deswegen zeige ich euch, wie ich das hier jetzt abbaue. Ja. Ich meine, es ist zwar sehr langweilig und eintönig. Normalerweise gucke ich dabei immer einen Stream, beziehungsweise Folgen. Oder lasst mir halt von meinen Kundschaftern Vorsicht. Von meinen Kundschaftern Bericht erstatten, was so im Dreieckland abgeht. Aber gut, dann habe ich jetzt halt das Team von ITV hier dabei und dann quatsche ich euch einfach mal voll. Ja, so ist das. Ja, achso, doch, es gibt was Neues. Ich muss ja theoretisch eigentlich praktisch machen, tun Sachen. Ne? Vor Falkenstein ist doch die Einwohnerzahl, ne? Wie viel wir jetzt hier so in Falkenstein sind. Und ich bin fast vom Glauben abgefallen. 320. 320, wenn man bedenkt, wie lange wir bei 287 oder sowas rumgedümpelt haben. Und jetzt sind es auf einmal 320. Und das finde ich gut. Freue ich mich sehr drüber. Ja, ja, was gibt es dazu zu sagen noch? Ja, sagen wir es mal so, sollte ich irgendwann mal die 500 Abonnenten erreichen, dann ja, dann gibt es eine Verlosung einfach von irgendwas, ne? Einfach mal so, mir nichts sage ich das jetzt mal so, ne? Jetzt bei 500 Abonnenten zum Beispiel gibt es dann einfach mal, ja, einen Amazon-Gutschein oder einen Steam-Gutschein. Ich meine, ich kann natürlich auch irgendwas kaufen und dann sagen, jo,
Hier, ich habe jetzt Autofliege-Cockpit-Spray gekauft, also für Kutschen, ne? Was man die schön glänzend macht und das verlose ich jetzt, aber das will ja noch nicht jeder haben, deswegen ist das auch immer so eine Sache. Ja, oder was weiß ich, irgendwie ein PlayStation-Controller oder so als kleines Dankeschön, weil ich meine 500 Abonnenten wären schon, ich werde niemals 500 Abonnenten erreichen, das ist mir bewusst. Also dessen bin ich mir definitiv bewusst. Aber wäre trotzdem mal schön, ne? Oder 400 wäre auch schon okay, wenn vorne mal einfach mal eine andere Zahl steht. Ich meine, wenn jetzt hier alle Endermänner. Oh, was ist denn jetzt los? Was war denn das jetzt hier? Also, da bin ich auch ein bisschen erschrocken. Wenn jetzt alle Endermänner hier abonnieren würden. Das wäre natürlich der Wahnsinn, denn hätten wir locker 500. Mhm. Aber ganz schnell hätten wir die 500. Ja. Ja, ich klaue euch den Fußboden, ne? Macht doch auch nichts. Ja. So, jetzt habe ich so viel Blödsinn erzählt und es sind schon 11 Minuten um. Und das Gute ist, ich brauche hier unten nicht schlafen. Weil oben sind ja die anderen und die müssen schlafen. Das heißt, wir können hier direkt 20 Minuten einfach durchspielen. Oh, was ist hier los? Ich hoffe, es sind wirklich auf. Wenn ich das nicht aufnimmt. Aber sieht, glaube ich, ganz gut aus, ja. Ja, es ist manchmal, also jetzt ist ja gerade Winterzeit und es ist echt deprimierend, wenn ich jetzt aus dem, also bei mir von der Villa da quasi, von der Kommandantenvilla oder so, aus dem Fenster gucke und ich habe meine alltäglichen Arbeiten in Falkenstein erledigt, dann gucke ich aus dem Fenster und dann ist es schon draußen wieder dunkel. Und da mein Tag morgens um 6 meistens beginnt, ne, mit den ganzen Sachen, die man so in Falkenstein erledigen muss. Hier was arbeiten, dort arbeiten, daran arbeiten, hier arbeiten und da nicht arbeiten und dann noch dort arbeiten. ja, das ist natürlich auch noch dunkel und das wird ja dann erst so gegen, ich sag mal 8 Uhr, wird's hell. Langsam, je nachdem wie wolkig es ist und ja, dann arbeitet man noch die ganze Zeit und arbeitet noch die ganze Zeit. Und irgendwann nachmittags auch bei der Feierabend. Und dann denkt man sich so, ach naja gut, ich müsste ja auch eigentlich noch, ich habe ja noch einen Aufnahmetermin, also einen Drehtermin mit ITV. Und da muss ich auch noch hin und dann gucke ich aus dem Fenster und dann denke ich mir so, ist ja schon wieder dunkel. Ja, und so hat man ja nichts vom Tageslicht und das ist meiner Meinung nach sehr deprimierend. Ja, manchmal ist das sehr deprimierend. So, und jetzt haben wir hier volle Hütte. Volle Hütte haben wir. Okay. Achso, ich kann das nicht. Warum kann ich das nicht? Okay. Ja gut, dann baue ich das halt wieder an, ne? Da bin ich dann nicht so. Ach, drei fehlen jetzt. Okay, 1, 2, 3. So, dann haben wir jetzt volle Hütte und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zurück. Man kann hier irgendwo eine Enderperle reinschmeißen. Da hinten. Moin. Ach, erstmal was trinken, ne? Witzig, dass er hier abbaut. Interessant. Erklärt natürlich auch, warum hier die ganzen Pflanzen so kurz sind. Ist der Schelm tatsächlich hier, ne? Also, das ist ja ein Halunke. Da kann man nichts zu sagen, ne? Kann ich überhaupt nichts zu sagen. Ein Pirat, wie er im Buche steht. Flop. So, ja, und wie komme ich jetzt wieder zurück? Ach ja, ich muss ja dann da irgendwo hin, ne? Genau, ich bin nicht so affin mit dem End, ne? Deswegen. Was haben wir hier so? Ui, ja, dann nehmen wir die mit. So. da muss man, glaube ich, hin, ne? In diesem Pool hier. Ah, hier haben wir den Drachen besiegt.
den Drachen. Und ich finde das, wenn man da reinguckt, kriege ich Gänsehaut. Weil ich das ganz komisch finde, wie sich das bewegt. Aber ich würde sagen, hinein! Schon bin ich da. So, jetzt kann ich endlich diesen grässlichen Helm abnehmen. Ah, oh, schön. Hier geht's hoch, okay. Ab nach oben. Skip, skubabel, dubiduba, bupen, bieben, bappen, bappen, bappalappen, bupen. Schubiu, bappen, bappen, bupen, bappen, bupen. So, jetzt sind wir oben. Damit keiner reinfällt. Tür zu. Schön. Ein schön windig, ja. Ohne Glock. Wir müssen jetzt. Warte mal, wo müssen wir denn jetzt hin? Aha. Wir müssen jetzt nach. Ja, zur Drachenwacht eigentlich. So, ab in unser Zelt. Na, hier. Freiherr. Tomcat von Falk. Hm? Freiherr? Hat er das Schild schon geändert? Oder war das schon vorher? Ja, würde ich sagen, den hängen wir hier mal auf irgendwo, ne? Hier so kann man den hier aufhängen, ja, ne? Zack. Perfekt. So. Okay, das Tor ist nicht. Nö, möchte ich irgendwo durch. War das nicht hier? Wo kam ich denn hier raus, verdammte Axt nochmal? Ui. Komm, da gehen wir jetzt mal lang. Schöne Wege hat da jeder Delfino. Ah, was will er denn mit so viel Weg hier vorne? Hm? Und dann soll meinem Hafen prächtig aussehen. Also, ja, guck dir mal das hier an. Zordern. Wenn hier das Wasser überschwappt, da passiert nichts. Das kann nicht überschwappen, so hoch wie das hier ist. Mit dem wunderbaren Leuchtturm. Was haben wir hier? Aha, hier können wir plündern. Ui. Ja, okay, da brauchen wir nicht plündern. Das brauchen wir nicht. Gut, jetzt erklärt es natürlich einiges, warum das alles so hoch ist, weil der Delfin das einfach hochgebaut hat. Der Schelm. Der Schelm. Und hier das Gebäude haben wir alle mal zusammengebaut, oder? Schenke zu 300. Zu 300. Hat Delfino 300 Abonnenten? Oder wofür steht 300? Und das große Lager hier. Auch schön. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte jetzt zurück nach Falkenstein. Zack, Tür zu und ab nach Fernweh. Yippie! Möchte ich aber nicht, ich möchte weiter. Ich möchte nämlich nicht nach Schlangenstein, sondern nach Kurs. Eieiei, guckt euch mal das an. Guckt euch mal an, wie riesig das hier alles ist. Ich möchte, hallo, ich möchte, okay. Muss ich wohl warten und kurz trinken. Mit den Steindünen. So, gibt es eigentlich hier was? Ja doch, na klar, hier, warte mal. Genau, da hinten. Oha, auch mit Endstein gebaut. Ich weiß nicht, wollen wir da mal loopen? Nein, ich möchte nicht gucken. Ist aber schon ganz schön groß, was da wird. Also, ne, also. Der Zordern, der Zeron baut sich jetzt hier langsam aus, ne, mit Hunsgrab, ganz schön groß geworden alles. So, ich möchte jetzt auch nicht nach Bocksprung. Ich möchte jetzt endlich mal nach Hexenhafen. Ja, da könnte ich schon. Auch fantastisch hier, ne? Fantastisch, was meine Kartografen so aufzeichnen. Huch. Wo sind wir jetzt? Kurs Falkenstein.
Da sind wir. An Zorlands prächtigen Hafen. Ja, das ist ein Hafen hier, ne? Mit Hafentor und hier Schiffen. Und noch mehr Schiffen und... Ich glaube, es ist ein Kran, ja. Kran. Ja, ja. Was hast du denn? Drehst du dich? Uiuiui. Wo bin ich denn? Oh, wir machen da ein Skelett. Wow. Das hat jetzt aber gedauert. So. Hopp. Und dann würde ich sagen, knüppeln wir jetzt ein bisschen ein paar Steinchen rum, ne? Wobei, bevor ich irgendwas noch weitermache, sage ich von dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ne? In diesem Sinne, tschüssi, ciao, ciao.